Heftige Schnäppchen. Ich sag's euch, ich habe gerade ein Mega-Schnäppchen gemacht. Wenn ihr hier schaut, für gerade mal 325 Euro habe ich zwei Top-Karten bekommen, Rayquaza VMAX und Psyana VMAX. Extrem verrückt. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das noch so bekomme. Ich bin auf den Zustand gespannt, wenn es da ist. Ich mache ein Video drüber. Aber so ein krasses Schnäppchen für 325 Euro. Der Typ hatte unbedingt die Karten loshaben wollen. Er wollte unbedingt das Geld haben. Finde ich extrem heftig. Dann zur Info, diese Woche sind Gewinnspiele. Wenn du diesen Arzus hier kriegen willst am Sonntag im Gewinner-Livestream, lass ein Like da, lass ein Abo da und schreibe rein, Arzus, du bist der Größte. Arzus, du bist der Größte, schreib ins Kommentar, dann kannst du diese krasse Karte hier gewinnen mit Relief. Richtig nice Karte und die Gold-Mew-Karte gibt es ja auch am Sonntag. Wenn du nicht dabei warst, bis jetzt, wenn man die bekommt, dann pass auf, ich wiederhole nochmal, auch wenn man diese Karte gewinnen kann. Und wir schauen uns in diesem Video an, jetzt am Anfang die japanischen Top-Produkte. Nur ausgewählte Produkte, die meiner Meinung nach die besten sind von Sealed-Produkten für Investment. Und dann schauen wir uns an die Ultra-Premium-Boxen, Premium-Boxen von Deutsch, Englisch und die Booster-Boxen am Ende. Das heißt, wir haben in diesem Video alles dabei, japanische Sachen, wir haben Premium-Boxen und dann die Mainstream-Sachen, deutsche, englische Sachen. Die wir uns alle anschauen, der hat jetzt schon gesehen, ist hier im Einstieg, dass es richtige Schnäppchen gibt zurzeit und vor allem Einzelkarten, muss man ganz klar sagen. Also wir sehen, der Markt, der ist richtig schwach, gerade in Schwert und Schild gerade auch. Also das kühlt richtig ab. Fangen wir mal hier bei Vista Universe. Das Ganze gibt es jetzt noch so für 110 Euro und meiner Meinung nach Vista Universe ist ein saustarkes Set, das ist schon mal klar. Also die Karten da drinnen, wenn man sich die Trainerkarten anschaut, sind natürlich toll. Was ich spannend finde, ist hier, dass wie ihr seht hier, die Felicia ging runter, genauso wie die Perla, genauso wie die Trainerkarte hier, Freunde von Sinnoh. Da ging es auch runter auf 30 Euro, die ging für 70 weg. Und das gleiche bei der Cynthia, die ist auch am Fallen. Ja. Und was ich ja witzig finde, ist, dass das alles Karten waren vom, ihr wisst schon, was da war. Das war der Lily-Hype. Ja, das war dieser Japan-Hype, wo die Leute die weiblichen Trainerkarten gescalpt haben im Frühjahr. Da war ich ja der Einzige eigentlich, also einer der wenigen oder der Erste, der darauf hingewiesen hatte bei der Manipulation. Ja, das Ganze noch. Hier sehen wir hier Camillas Ganzticket auch krass nach unten. Letzter Sale für 70, ja, und war auch schon auf 160. Also der Wife hat auch Vista Universe mitgenommen und die Goldkarten. Hat mich jemand gefragt bezüglich Investieren in diese Goldkarten. Und meine ehrliche Meinung ist, ja, zu diesen Goldkarten, die sind extrem interessant. Da sind wir uns sicherlich einig. Aber der Populationsbestand von diesen japanischen Goldkarten, der ist enorm. Also diese Karten hier mit einer 95%igen Wahrscheinlichkeit eine 10 bei PSA. Dadurch ist der Bestand wirklich extrem hoch. Ja, fast das Doppelte, glaube ich, von den englischen und deutschen Karten. Und das ist nicht nur hier bei diesen Goldkarten, sondern auch die Waifu-Karten sind um einiges mehr gecredited worden wie von anderen japanischen Sets. Und da muss man ganz klar sagen, Vista Universe, ja, ist ein Top-Set. Ja, man kann es immer noch kaufen. Der günstigste Preis, den gibt es nicht mehr. Jetzt für 110 ist quasi schon 30 Euro teurer, als was der Tiefstpreis war. Aber man muss halt sagen, ja, Vista Universe, wenn wir das vergleichen mit Tech Team All Stars, GX zum Beispiel, die Zeit hat sich geändert. Ja, es gibt, der Populationsbestand ist um ein Vielfaches höher. Und ich glaube, das wird dann auch schlussendlich das Set nicht so krass performen lassen wie andere High-Class-Sets. Ja, das würde ich mich aus dem Fenster lehnen, trauen zu sagen. Ja, wenn wir hier schon Arzt sehen, wir auch, dass er runtergeht, tendenziell jetzt für 60 Euro auf Japanisch, also die Karte hier kostet quasi so viel wie eine englisch-deutsche Karte. Ja, und auch bei Giovatina sehen wir, dass es runtergeht. Und wenn ihr mir das nicht glaubt, schaut nachher selber nach dem Populationsbestand und ihr werdet eventuell schockiert sein, wie viele Karten es hier gecreated gibt. Ja. Natürlich, das Pikachu ist ein Mega-Highlight. Wo sind wir jetzt? Wir haben das Playset ein paar Mal hier
Ja, bei 250 sind wir da. Also auch die ist etwas runtergegangen, aber gut, das ist eine extrem schöne Karte, die ist extrem gut. Und die wird das Set dann auch, glaube ich, immer begehrt lassen sein. Also das Set ist gut, natürlich ist ein gutes Investment, aber ich glaube, man sollte sich einfach, man sollte der Tatsache ins Auge blicken, dass der Populationsbestand heftig ist. So. Dann geht es weiter mit dem nächsten. Am nächsten haben wir Violet EX. Warum habe ich diese Box hier gepickt? Ich habe sie gepickt. Ja, wisst, die ging mal kurz steil nach Release nach oben. Von 100 auf, ich glaube 180 war es auf Card Market. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Und der Grund war natürlich die Mini-Karte. Die ist mittlerweile von 700 runter auf. Günstigste sind wir auf 340 auf Card Market, auf Japanisch. War sehr stark überbewertet, aber nichtsdestotrotz, das Set hier ist mal das Base-Set quasi. Auch die Karte ist auf 90 immer noch und Miradon ist auch drinnen. Ja, und der geht auch runter tendenziell. Generell muss ich sagen, das bei den japanischen Karten, die ist auch drinnen übrigens, ist auch runtergegangen nach dem Hype, seht ihr. Mir ist generell aufgefallen bei japanischen Karten, dass die Einzelkarten tendenziell runtergehen. Ja. Die waren extrem overhyped, kann man hier quasi rauslesen. Oder würde ich mich trauen zu behaupten zu sagen, dass die japanischen Einzelkarten generell overrated waren oder, wie sag mal, zu viele Spekulanten gerade drinnen sind. Auch bei den Sealed-Produkten sind sehr viele Leute drinnen, wie ihr wisst, die da kaufen. Und dadurch geht der Preis natürlich dann noch rauf und die Einzelkarten gehen dann doch runter. Ja, das ist halt, was wir so sehen. Und bei dem Set sieht man es ganz klar. Nichtsdestotrotz ist dieses Set hier definitiv hier Violet EX eines der krassesten Sets, welches man im Auge behalten sollte in Karmesin und Purpur. Und dann gehen wir zum nächsten zu Clay Burst. Ja, was hat bei Clay Burst auf sich? Ja, zum einen, die ist explodiert auf fast über 200. Ihr wisst, die fleißig zuschauen, die den Markt beobachten, wissen das, wie verrückt das war. Mega Spekulanten, die Pokémon Company hat dann gesagt, ja, wir reprinten da jetzt einiges und nichtsdestotrotz ist diese Karte hier quasi immer noch auf der Marktpreis von 700, die Enigmara. Die wird die Box auch oben halten. Ja, die alleine reicht eigentlich schon, meiner Meinung nach. Ist nachher die stärkere Mimikarte geworden und ja, ist halt stärker als die Karte schlussendlich, aber ich glaube, das Base-Set hat generell einen sehr hohen Stellenwert hier, Schwert und Schild-Ära, wo die bessere Version, oder das Schild oder das Schwert, ich weiß gar nicht, auch eine sehr, sehr teure Box geworden ist. Ja, auch hier diese Yono-Karte, wo sind wir da auf Japanisch, auch auf 150 oder hier zwei sehr teure Karten. Clayburst, definitiv eine Sealed-Box, die man sich in die Sammlung geben könnte. Also Clayburst, Violet EX, extrem starke japanische Karmesin und Purpur-Sets und natürlich hier Pokémon 151. Und wir hatten spekuliert bei Pokémon 151, was passiert mit dieser Box. Und ich hatte auch gesagt, 120 habe ich gedacht. Aber ihr wisst, ich habe gleich am Tag des Releases von etwas berichtet, was wir nicht wussten damals. Und zwar war die Pokémon Company einfach so clever und hat die Master Ball-Karten gemacht. Und vor allem mit Gengar und mit Pikachu und mit Mewtwo und generell mit allen Karten, die in einer PS Eternals Master Ball quasi über 100 Euro kosten. Und vor allem Pikachu über 200, auch das Gengar steuert die 200 an. War das eine mega Überraschung und hat der Pokémon 151 dann auf 160 gehalten, sehr lange. Und das hat diesem Set hier quasi einen mega Plot-Twist gegeben. Ja, das hat niemand kommen sehen. Ja, ich glaube, niemand von euch hat es gesehen. Selbst wie die ersten Leaks waren von Openings, hatte man von den Masterball-Karten nichts mitbekommen. Ja. Und eine richtig verrückte Geschichte, ja, was Pokémon 151 zu einem sehr, sehr krassen Investment macht. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, ob der Print eingestellt sein wird, wenn das High-Class-Set kommt im Dezember. Natürlich sind die Dinge jetzt mittlerweile schon auf 170, also noch ist der Zug nicht abgefahren dafür. Und wer gerne eine Box haben will,
kann sich vielleicht jetzt schon erholen. Ja, vielleicht hat jemand mehr Informationen, ob da noch einmal eine Welle kommt. Aber generell, ja, die Top-Karten sind nicht das Mew. Es ist nicht das Glurak. Und es ist schon auch die Erika. Wo sind wir auf 200? Aber selbst die Karte ist nicht die Top-Karte aus dem Set. Ja. Und das ist halt schon ziemlich krass. Und damit unterscheidet sich das Set ganz stark von unserer Version mit den Master Ball-Karten. Ja, also das ist schon mal ein ziemlich krasses Investment, würde ich sagen. Ich glaube, die Master Ball-Karten, auch so wie sie gestaltet sind, dass es nur eine gibt pro Boosterbox, wird auch dafür sorgen, dass die Boxen sehr, sehr gefragt sind, weil eigentlich doch jede Karte wirklich sehr schwer zu bekommen ist. Also das sind richtig seltene Karten, meiner Meinung nach. Dann Shiny Treasure EX. Und da sind wir jetzt beim nächsten Punkt. Ich traue mich ja gar nicht mehr, hier irgendwas zu sagen. Wir wissen ja nicht, was die Pokémon Company machen wird bei diesem Set hier. Natürlich haben wir jetzt die Glurak-Karte geleakt und die Mew-Karte. Das heißt, wir wissen, okay, da wird es jetzt Shiny Pokémon geben. Ja, das ist etwas, was wir wissen. Und Shiny EX, quasi Special Illustration Rare Pokémon in einer Alternate Art, ist etwas extrem Besonderes. Da müssen wir die Leaks abwarten. Falls ja auch so etwas kommen wird wie Master Ball Karten, was ich jetzt nicht weiß, also Spekulation, ich glaube, es wird nicht kommen. Falls das kommt, kann man Ähnliches erwarten, dass das hier sehr gehypt sein wird auf 150 Euro aufwärts, falls das wieder kommen wird. Ja. Falls nicht, denke ich, dass 120 ein realistischer Preis sein wird, vielleicht sogar 80 Euro. Also das wird ganz klar davon abhängen, ob da eine krasse Überraschung drin ist. Ja, vielleicht muss es keine Master Ball-Karten sein. Vielleicht kommen andere seltene Karten. Ja, das können wir jetzt noch nicht wissen. Aber definitiv, eins möchte ich noch sagen, selbst wenn man jetzt hier zum Beispiel, angenommen, man hat jetzt kein Geld für die Box zum Beispiel, oder man hat kein Geld für ja, die Box hier, oder für die Box, die Chancen und Möglichkeiten gibt es immer. Ja. Und vielleicht ist dann das die Chance. Ja. Nächstes Jahr im Frühjahr kann man die vielleicht für 80 Euro kaufen und hat man halt dann begonnen zu investieren oder zu sammeln, oder man braucht sich nicht in den Arsch beißen, nur wenn man mal ein Set verpasst. Und man sollte sich im Hinterkopf haben, womit habe ich am meisten Spaß, wenn das zu Hause rumsteht zum Beispiel. Ja. Und generell, ich finde Einzelkarten anschauen ist etwas, was mir persönlich gerade sehr viel mehr Spaß macht, als Sealed-Boxen zu Hause anzuschauen. Gut, Freunde, lasst uns jetzt mal über die Premium-Boxen sprechen von Schwert und Schild, das nächste Chapter. Ich glaube, das ist auch ziemlich spannend, vor allem, wisst ihr noch das Jubiläums-Set? Ja, Celebration, und das ist jetzt auf 350 in der UPC, der günstigste Preis, also hier definitiv 100 Euro Anstieg von dem eigentlich schon Anstieg oder von dem Release-Tagpreis. Wie zum Release war die Box auf 220, sogar auf 200, vielleicht teilweise 250, und jetzt auf 355 die günstigste Box. Also die UPC hat sich definitiv gelohnt als ein sehr starkes Item. Hat zwar jetzt 2 Jahre gedauert, aber ehrlich gesagt, eine UPC plus 100 Euro in 2 Jahren ist echt stark. Und wo wird es mit dieser Box hingehen? Ich glaube, die war halt wirklich noch Shortprint, muss man klar sagen. Oder zu der Nachfrage, was eigentlich war, war dieses Ding so ziemlich eine, wie sagt man, besorgniserregend für die Pokémon Company, weil die Box hier war quasi schuld daran, dass dann die Glurak UPC einen Overprint hatte oder dass generell ein sehr starker Print gekommen war. Das muss man ganz klar sagen. Die Glurak UPC, auch das hier ist ein starkes Item. Jetzt ein Jahr nach Release hat sich da eigentlich gar nichts getan bei der Box. Ihr habt sicher auch andere Poké-YouTuber gesehen, und ich meine, wenn wir diese Box aufmachen, da steht ja sogar dort, dass das quasi eine Best-of-Box ist. Ja. Also die Box hier ist gedacht als ein Best-of-Schwert und Schild, und das ist auch das, was die Box halt dann quasi ist. Ja. Ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen, vor allem, da man jede Karte rausziehen kann. Ja.
Und wenn wir schon bei dieser Ultra Premium Kollektion sind, ja, ich glaube, die ist extrem unterbewertet zurzeit. Ich glaube, die Celebration UPC kostet ja schon eine Stange Geld. Ja, ob man die jetzt kaufen soll, noch für den Preis. Wenn man ein Liebhaber ist, wenn man es haben will, warum nicht? Ja, kann man davon ausgehen, dass es weiter nach oben gehen wird. Nur hoffentlich ist die Folie nicht beschädigt und so weiter. Dann die Pokémon Trading Card Game Classic Box. Also da tue ich mir schwer bei der Box, ob das ein Investment ist bei dem Preis schon. Vor allem habt ihr schon gesehen, dass der Zustand von den japanischen oft gedecentert sind, die Karten. Also eigentlich eine ziemliche Enttäuschung, vor allem ich habe es bisher gesehen. Er hat sie aufgemacht. Und ja, lasst mal eure Meinung dazu der Classic Collection, ob das ein krasses Investment ist oder nicht. Es wirkt auf mich etwas zu künstlich gepusht, weil der Preis hier ist ja von, wie sagt man, er ist halt dafür gedacht, ja, für Leute, die ja Premium-Produkte haben wollen, aber der Preis für die Karten, ich bin mir nicht sicher. Ja, ich weiß, einige von euch haben es schon gekauft, schon bestellt, aber lasst mal eure Meinung da. Ich bin kein Fan von dieser Box, ehrlich gesagt. Ja, ich finde, sie ist teuer. Ich bin gespannt, wo der Preis hingehen wird. Ich will da gar keine Prognosen abgeben, weil das sehr schwer zum Einschätzen ist, ja, wo es dann tatsächlich hingehen wird mit der Box. Dann ja die Pokémon 151 Box, die geht gerade runter. Auf 110 sind wir jetzt. Ist das ein gutes Investment? Wahrscheinlich schon. Ja. Aber die Frage ist halt, ob man es jetzt kaufen sollte. Und ich sage so, wenn man Spaß daran hat, an diesen Boxen, warum nicht zum Anschauen, aber ob das jetzt eine Priorität sein sollte, wie gesagt, ist eine Frage von, will ich es haben oder warte ich noch ein bisschen von der Box, aber generell alle Boxen, die ich hier zeige, sind generell interessant, ja, also für die, die vielleicht nicht so mit Pokémon vertraut sind. Dann gehen wir mal zum Schwert und Schild weiter, fangen wir an mit Astralglanz. Ja, beschädigt 110, 120 auf guten Zustand die Boxen. Ich finde, es ist ein starkes Set. Ja, ich glaube, ich bin mir sehr sicher, dass jeder, der Pokémon Investment Sealed macht oder gerne sammelt, sich natürlich eher ein Astralglanz Display kauft als ein Kamezin Bubur Display. Und auch wenn hier jetzt keine teuren Karten drin sind, aber sie sind immer noch schöner als die Form Kamezin Purpur oder sagen wir so seltener zumindest. Beziehungsweise hat man dann doch hier auch mit den Machum eine Karte, die teurer ist als, ja, ihr wisst schon, seltener ist als alles von Kamezin Purpur. Von den englisch-deutschen Produkten. Also ich glaube, die Box ist schön, habe ich schon gesagt. Dann gehen wir weiter zu dem überraschenden Ding, die Fusion Strike Box. Also die Box hier, dass die quasi dann so einen Durchbruch macht und quasi strahlende Sterne schon fast einholt, das hätte ich selbst, ich habe es zwar schon so ein bisschen im Morin gehabt, aber dass es dann wirklich passiert, das war dann schon krass. Vor allem Mew, man, die Karte, wir haben schon so oft drüber gesprochen, aber die stürzt gerade richtig ab. Die Karte hier, ich sehe die ehrlich gesagt bald auf 60 Euro. Wenn das so weitergeht. Und ihr habt recht, die Karte hat an sich von der Optik leider, muss man sagen, ist das die schwächste VMAX Alternate als Karte aus Schwert und Schild. Weil das Argument ist, es schaut aus wie eine gewöhnliche VMAX Karte. Und ich habe es zwar schon echt gesehen, die Karte, ich habe sie selber nicht. So schlimm ist es nicht um diese Karte. Das muss man ganz klar sagen. Aber ja, sie ist halt nicht beliebt. Ich werde es im Auge behalten. Finde ich spannend. Dann Gengar natürlich, eine Top-Karte. Ihr wisst, das ist meine oder eine meiner Lieblingskarten, wenn sogar die Lieblingskarte. Siehe mein Profilbild. Bin ich ein Fan davon und die performt auch recht stark. Zu Recht. Und die Karte hier, die ich ja wie im Intro gezeigt mir gegönnt habe, fand ich extrem günstig. Also die Karte hier, ich weiß noch, wie sie auch auf 200 war, habe ich mir damals in den Arsch gebissen, weil ich sie nicht hatte. Und jetzt sie nachkaufen zu können, fand ich cool. Generell ist Schwert und Schild, es gibt jede Woche Schnäppchen zu holen. Wenn man einfach mal alle Karten durchschaut, gibt es immer irgendwo Karten,
die gerade angeboten werden. Ich kann das nur empfehlen, mal reinzuschauen, regelmäßig bei Schweiz und Schild. Das kann sich wirklich lohnen. Dann, ja, Schaurige Herrschaft. Auch hier ist saustark. Er wird auch vielleicht 3 Sterne einholen, was lange als das zweitbeste Set gegelten hat. Was es dann vielleicht dann doch nicht ist. Und was ich spannend fand bei Schaurige Herrschaft ist, jetzt gerade wo wir Paradox Rift haben oder Entwicklungen in Paldea, was ja anscheinend beides Shortprint-Sets sind, wurde schon von jemandem von euch gesagt, ja, dass eigentlich Paradox Rift eigentlich sowas wie Schaurige Herrschaft ist oder Fusion Strike, ein Set, welches extrem untergeht, weil Schaurige Herrschaft oder Fusion Strike, ihr wisst, was da war. Wir hatten Drachenwahn, wir hatten Celebration und im Endeffekt sind dann die Sets, die keiner am Schirm hatte oder der Mainstream nicht gesehen hatte, das waren dann schlussendlich nachher die Sets, die dann besser performt haben. Deswegen glaube ich schon auch bei Paradox Rift, dass man auch bei Entwicklung in Paldea, dass man bei diesen beiden Sets schon ein Auge drauf werfen sollte bezüglich des Prints, weil die Pokémon Company ist ja doch dafür bekannt, dass sie jetzt nicht so doof sind und Produkte overprinten regelmäßig. Also sie machen das sehr clever mit den Boosterboxen, würde ich sagen. Also da definitiv Paradox Rift könnte das nächste Fusion Strike oder Schaurige Herrschaft sein. Ja, ich will nichts verschreien. So, dann natürlich die Einzelkarten, die sind aber schwach vom, ich habe gesehen, Logok geht runter zurzeit und auch das Lavados. Ja, das ist etwas, was man generell sieht bei den Einzelkarten, dass die derzeit runtergehen, ja, weil einfach der Hype weg ist. Und da kann man halt doch jetzt wirklich günstige Schnäppchen machen. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Dann hier strahlende Sterne. So, wo sind wir hier? Ja, die steht. Die Box steht. Ich bin gespannt, was da passieren wird. Ob die schlussendlich schnell steigen wird oder ob es langsam nach oben geht. Ich bin sehr gespannt. Man muss halt ganz klar sagen, bei der Box, dass die Einzelkarten hier, die, vor allem die beiden sind im Lille-Hype gestiegen, dann eigentlich stagniert. Und generell, das Chlorik hier ist auf 50 Euro runter. Das ist ziemlich krass, oder? Ein 50 Euro Rainbow Chlorak. Die Karte war noch auf über 100 Euro. Sehr, sehr lange. Die geht halt mega runter. Und auch das Chlorak hier gibt es für quasi 110 Euro auf Deutsch. Krass. Und das Rainbow Chlorak ja hier 50 Euro. Also das ist richtig, richtig runtergegangen. Ja, also das Set hat schlussendlich den kürzeren gezogen gegenüber ja, Chilling Rain, Fusion Strike und ziemlich heftige Geschichte eigentlich bei diesen Chloraks. Dann, also generell Schaurige Herrschaft, strahlende Sterne. Ich glaube, jeder von euch hat diese Boxen zu Hause. Würde ich vielleicht doch eher Chilling Rain oder Fusion Strike kaufen oder Astralglanz jetzt, wenn man das jetzt so sieht. So, dann Lost Origin haben wir hier. Auch hier bin ich sehr gespannt, wann es dann nach oben gehen wird. Jetzt wurden wieder neue Boxen gelistet. Das Set ist natürlich stark, das wissen wir. Und ich bin ja richtig, richtig gespannt, was da passieren wird bei dieser Box. Aerodactyl, immer noch eine sehr starke Karte. Gibt es hier für 90 Euro angeboten. Und das Chibatina natürlich hier, ihr wisst, ich brauche mich nicht wiederholen, wieder, aber die Printqualität von dem Set ist extrem schlecht. Und solange es so eine extreme Top-Karte gibt, wie eine 700 Euro PS10-Karte, könnt ihr euch sicher sein, dass das dem Set hier sehr gut tun wird. So, dann haben wir Silver Tempest. Ja, das war ein Overprint. Das Set wurde zu stark geprintet. Das muss man ganz klar sagen. Das war nachher das Set, ja, was den Kürzeren gezogen hat. Was ist Lost Origin? Und ja, auch hier 16 Euro Regidrago, 17 Euro Incognito, Rayquaza für 23 und dann Lugia, welches man hier so für 130 teilweise, würde ich sagen, snipen kann. Ja, wenn man zur richtigen Zeit schaut, kann man die derzeit richtig günstig kriegen. Ja, wurde mir leider storniert vor einem Monat. Und dann kommen wir zu Drachenwandel und die sind jetzt auf 440 im Preis dran. Es gibt noch ein paar für 400. Natürlich geht das auf über 1000 zuerst, das ist klar. Das steht außer Frage, dass das passieren wird.
Ja, also da, bevor ich meine Celebration ein bisschen hole, hole ich meinen Drachenwandel-Box, oder bevor ich mir die Classic Collection holen würde, ja, bevor ich mal die, wo haben wir sie, bevor ich mir die Box hier hole, würde ich mir eher diese Box hier holen. Ja, da hat man, glaube ich, mehr davon, weil es einfach ein begehrteres System ist, glaube ich. Und was ich spannend finde bei Drachenwandel ist, dass die Einzelkarten relativ teilweise sehr günstig angeboten werden. Ja, dass die Artwork das Beste ist, was es überhaupt gibt, ist keine Frage. Und es kann sich jetzt richtig lohnen, ja, regelmäßig reinzuschauen für Schnäppchen. Minotaur gibt es gerade sehr günstige für 90 Euro, sehe ich. Ein ziemliches Schnäppchen. Graziola ist ein neues Psyana, Rayquaza. Und generell, Ambion schwächelt etwas. Da sind wir jetzt auf 500, sogar einer 480. Bin ich auch gespannt, was da passieren wird. Wie Danny Phantom mir gemeint hat, das könnten die nächsten Goldstar-Karten sein. Die Altendart-Karten. Möglicherweise, vielleicht doch nicht. Ich glaube, wie gesagt, der wichtige Moment wird sein, das 30-jährige Jubiläum. Wenn dort etwas richtig Krasses kommt, das Interesse sehr hoch sein wird, dann werden diese Karten hier richtig, richtig abgehen. Und man darf auch nicht vergessen, die ganzen jungen Kinder jetzt, die Pokémon-Karten sammeln. Ich glaube, das Schwert und Schild sowas wie eine Wizard of the Coast Ära war, die extremen Schwankungen ausgesetzt sein wird, einfach der Nostalgie wegen, ja, vor allem die erste Generation, die Pokémon-Karten gesammelt hat, wie ich, ja, die vielleicht auch schon Kinder haben, mit ihren Kindern gesammelt haben. Das ist, glaube ich, eine sehr extrem, sag mal, spezielle Dynamik hinter dem Ganzen. Ja. Und wenn du jetzt noch dran bist, bist du sicher neugierig und willst wissen, wie man diese Karte hier gewinnen kann. Ja. Und ich verrate dir jetzt, wie du diese Karte hier kriegen kannst. Ja. Wenn du diese Karte haben willst, dann musst du auf dieses Video gehen da und dort schreiben, Mew will ich haben. Ja. Das ist das, was du schreiben musst. Das haben schon viele kommentiert dort. Du wirst es sicher auch lesen können, was du schreiben musst. Lass ein Like da, lass ein Abo da und schaut euch hier eins dieser Videos an. Wupp, Freunde, wir hören uns.